Er ist für mich eine Koryphäe im Aufklärungsdienst und ich darf in unserer Mitte willkommen heißen Jürgen Elsässer. Aber Moment. Bevor er hochkommt, will ich euch sagen, wer dieser Mann ist. Jürgen Elsässer ist der Chefredaktor von Compact Magazin. Er hat eine gewaltige journalistische Laufbahn. Er hat in 25 Jahren in etwa 30 Bücher geschrieben. Französisch, Italienisch, Serbisch, Polnisch, Türkisch, Japanisch übersetzt teilweise. Seine Bücher behandeln im Allgemeinen geo- und wirtschaftspolitische Themen und im Besonderen behandeln sie die deutschen Interessen. Jürgen Elsässer ist ein ausgewiesener Kenner der Geheimdienste. Er arbeitete im Jahr 2005 für die Linksfraktion im BND-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Jetzt kannst du mal eine Nadel fallen hören. Also ab heute gibt es ein neues Gerücht, ACK ist links, oder? Nein, er wird euch das in einem Satz erklären, hat er mal wunderbar hingekriegt. Eben, egal wer wo ist, ich sag mal, die meiste Politik wird durch Nicht-Politiker betrieben, glaubt es besser, die wirkliche Politik. Ganz egal wer woher kommt, ich lade hier jeden ein, aus dessen Mund Richtiges kommt. Er könnte sich gleich heute Kommunist nennen, solange er das Richtige spricht, darf er doch da sein. Oder? Aber ich weiß, dass es nicht so ist, ich weiß, dass er eine Laufbahn hinter sich hat und wir möchten sehen, es sind kostbare Dinge, die hier gesagt werden. Sie können jetzt schon mal nach oben kommen, Herr Elsässer, Herr Jürgen Elsässer war mehrjährig Redaktor des Hamburger Magazins Konkret und der Tageszeitung Junge Welt. Er schrieb regelmäßig für die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung und für das Kursbuch. Hallo, Herr Jürgen Elsässer. Ich könnte jetzt wahrscheinlich so anderthalb Stunden aufzählen, aber wisst ihr, nur noch die drei letzten Dinge. Man muss ja das alles kürzen bei diesen Menschen, das ist die große Vorarbeit. Er war 2009 auch Herausgeber der Buchreihe Compact. Seit 2010 Chefredakteur von Compact Magazin, das er sicher heute vorstellen wird. Und Jürgen Elsässer wird über das absolut brandaktuelle Thema reden, der Krieg in Russland. Gegen Russland, der Krieg gegen Russland. Ich wünsche alle nötige Kraft dazu, dass wir das begreifen. Ja, vielen Dank an Ivo Sasek und an Sie alle, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass ich zu Ihnen sprechen kann, weil wir, glaube ich, ein gemeinsames Anliegen haben. Die Wahrheit macht euch frei, hat Ivo Sasek von Jesus Christus zitiert. Und unser Wahlspruch bei Compact Magazin heißt Mut zur Wahrheit. Und wir haben festgestellt, dass die Wahrheit wirklich etwas Ansteckendes ist. Wenn wir unsere kleine Zeitschrift betrachten, wir haben vor 3 Jahren angefangen. Niemand hat gedacht, dass man das machen kann. 3 Privatleute mit einer Minimaleinlage einer GmbH in Deutschland. Und wir sind dann ans Kiosk gegangen und haben bis zum heutigen Tag die Auflage verdreifacht, auch über 30.000. Das heißt, es ist ein Hunger nach Wahrheit, nach anderen Informationen da. Und an diesem Punkt müssen wir die Synergieeffekte mit euch nutzen und alle Kräfte der Vernunft zusammenführen gegen den Terror der Political Correctness und gegen die Weltkriegsgefahr. Und ich denke, da gibt es nicht nur AZK und Compact, da gibt es noch viele andere Kräfte in Deutschland, etwa bei den Montagsdemonstrationen, die wir mal austesten müssen auf ihre Kampfbereitschaft. Und dann möchte ich sehen, vor dem Springer Hochhaus in Berlin mit 20, 30, 40, 50.000 Leuten die alte
Parole von Rudi Dutschke, enteignet Springer. Oder ähnlich bei der Süddeutschen Zeitung in München. Früher hat man ja gesagt, Süddeutsche Zeitung ist eher links und Springer ist eher rechts. Aber mittlerweile gibt es ja diese Unterschiede nicht mehr. Im Lügen sind sie ja alle gleich. Das heißt, wir können auch gleich nach München gehen, wenn euch der Weg nach Berlin zu weit ist, ja, und können dort demonstrieren. Aber ich glaube, da muss mal was passieren, denn die hetzen Tag für Tag zum Krieg. Und das können wir uns als mündige Bürger nicht bieten lassen. Und uns wollen sie verbieten und uns wollen sie in die rechte Ecke stellen. Dabei stehen sie selber ganz weit rechts außen in der faschistischen Richtung, wie sich gerade in der Ukraine zeigt. Das ist der NATO-Faschismus. Da wird auch eine Regierung in Kiew als Freiheitskämpfer und demokratischer Neuanfang hochgeschrieben. Die haben 4 oder 5 Minister der Partei Svoboda. Dagegen ist die deutsche NPD ein Hasenzüchterverein. Aber das wird hochgelobt als Befreiung. Welche Lüge! Ich denke, wir haben die gefährlichste Situation auf der Welt seit dem 8. Mai 1945, in Sonderheit in Europa. Ich bin dankbar darum, dass dieser Kongress gerade jetzt an diesem hochsensiblen Zeitpunkt stattfindet, praktisch auf den Tag genau 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges, gibt es wieder ein Ereignis, das zum Vorwand benutzt werden soll, nicht der Grund, der Vorwand, um das Schlachten zu entfesseln. Damals waren es die Schüsse in Sarajevo, die Ermordung des österreichischen Thronfolgers. Und jetzt ist es der Abschuss der malaysischen Passagiermaschine in der Ostukraine. Ich werde nachher im Detail darauf eingehen, wie hier ein Kriegsanlass ganz ähnlich wie vor 100 Jahren zusammen konstruiert wird und die Leute von den Massenmedien, von der Lügenpresse Meschugge geredet werden, damit sie keinen Widerstand mehr leisten gegen die unglaubliche Wiederholung der Geschichte, das wieder vorstellbar erscheint, dass deutsche Soldaten zwischen Wolga und Don verbluten für die Interessen einiger weniger Verrückter, erscheint wieder vorstellbar. Aber dagegen müssen wir unsere Stimme erheben. In dieser Situation sind wir gekommen, nicht aufgrund einiger weniger lokaler Ereignisse, Gaza hier, Afghanistan dort, Ukraine jetzt, Balkan früher. Wir dürfen da nicht nur auf das Detail schauen, sondern müssen das große Ganze im Auge behalten. Und dieses große Ganze ist die entfesselte Globalisierung und die Götterdämmerung des Papiergeldsystems. Der Niedergang des Dollar und damit der Niedergang der amerikanischen Macht ist das auslösende Moment, dass die dahinterstehenden Machtgruppen jetzt verrückt spielen und unbedingt einen Krieg provozieren wollen. Entfesselte Globalisierung heißt mehr als das Fiat-Money-System. Wir hatten schon immer das Prinzip, seit der Gründung der Federal Reserve spätestens, manche sagen auch seit der Gründung der Bank of England, dass Banken über die Kreditvergabe Geld schöpfen können, was nicht gedeckt ist durch materielle Werte, das hatten wir schon immer. Aber seit Anfang der 90er Jahre haben wir vorangetrieben durch die Federal Reserve eine Potenzierung dieses Wahnsinns über die Möglichkeit,
an private Gruppen, nicht nur Banken, sondern auch Hedgefonds, Derivate auszugeben. Das sind abgeleitete Geldformen, die noch sehr viel weniger kontrollierbar sind als Dollar, Euro, D-Mark, Schweizer Franken und so weiter und oft außerbörslich gehandelt werden. Die Summe dieser Derivatforderungen beläuft sich gegenwärtig auf etwa 600 Billionen Dollar weltweit. Und wenn ich Billionen sage, meine ich nicht Billions, sondern Trillions. 600 Billionen Dollar, 600.000 Milliarden Dollar sind die Forderungen über diese Derivate. Jetzt muss man sich Folgendes überlegen. Die jährliche Wertschöpfung auf der ganzen Welt, alle Staaten zusammengenommen, an Landwirtschaft, industriellen Waren und Dienstleistungen, alles addiert, ergibt etwa 50 Billionen US-Dollar. Das heißt, die Forderungen dieser Derivate sind das Zwölffache von allem, was die Erde, der Planet, die Menschheit Jahr für Jahr herstellt. Das heißt, es ist überhaupt nicht durch stoffliche Produktion, Landwirtschaft, Industrie, nicht mal durch Dienstleistung gedeckt. Aber die Forderungen sind in der Welt. Die sind auf Papier gedruckt. Und die Halter dieser Papiere können mit diesen Besitztitelansprüchen auf der ganzen Welt herumreisen und diese an sich wertlosen Papiere in Waren und Werte eintauschen. Mit dem Gerichtsvollzieher US Army. Der Dollar und die abgeleiteten Dollarderivate sind nicht mehr durch Gold gedeckt, sondern nur noch durch die amerikanische militärische Macht. Und je schwächer der Dollar wird und je größer das amerikanische Handelsdefizit wird und je mehr Papierchen die in Umlauf bringen, umso größer wird der ökonomische Imperativ, die Schwäche dieser Papierchen durch den Vorweis militärischer Stärke zu kompensieren. Und daher rührt der Drang zum immerwährenden Krieg und zu immer schnelleren Abfolgen. Wir hatten 2011 Kriegsdrohungen gegen den Iran, im letzten Augenblick gestoppt. Wir hatten 2012, 2013 die Kriegsdrohungen gegen Syrien, im letzten Augenblick gestoppt. Wir haben jetzt die offenen Kampfhandlungen in der Ukraine, an der russischen Grenze, wo wir das hinführen. Also wir haben einen immer hektischeren Staccato und wir haben auf der Welt insgesamt schwache Gegenkräfte. Aber nicht numerisch schwach. Die Mehrheit der Menschheit, ich würde behaupten, sogar die Mehrheit in einem schläfrigen Land wie Deutschland, lehnt diese Entwicklung ab. Aber wir können diese Mehrheiten nicht sichtbar machen gegen den Terror der Minderheit, weil es der Minderheit, den Eliten, gelingt, uns zu spalten. Wir haben im Grunde nicht nur in Europa, sondern weltweit drei Lager, drei Menschengruppen, die gegen die Globalisierung und die Kriege vorgehen. Die Linken, die Rechten und die Frommen. Die Linken, jede dieser Gruppen hat irgendwo recht. Die Linken kritisieren zu Recht, dass über die Globalisierung, die Abschaffung aller Grenzen, den Freihandel, die Arbeiter auf der ganzen Welt in die Konkurrenz mit den billigsten Arbeitern gesetzt werden und dadurch die Löhne und die Sozialleistungen auf ein afrikanisches Niveau sinken. Die Rechten haben recht, weil sie sehen, die Globalisierung zerstört alle nationalen Traditionen und kulturellen Werte. Nicht nur bei uns in Europa, da fühlen wir selber, sondern auch in Ländern wie Indien, China und so weiter. Und natürlich haben die Frommen, und zwar die Frommen aller Religionen, recht, weil sie sehen, diese Globalisierung, die zerstört allen Glauben, alle Werte, jeden Gott und lässt nur noch einen Götzen übrig, nämlich den kalten Mammon, vor dem sich alle niederwerfen müssen.
Aber die Eliten schaffen es, uns zu spalten und reden den Linken ein, dass sie die Rechten ausschließen müssen. Sie reden den Rechten ein, dass sie gegen die Linken sein müssen. Sie reden den Linken ein, dass sie gegen die Christen sein müssen und den Rechten, dass sie gegen die Muslime sein müssen. Und schon löst sich alles auf in die riesengroße Spaltung und das große Kapital reibt sich die Hände. Und dieser Prozess der Spaltung muss überwunden werden und das ist auch das Ziel unserer Zeitung, nicht überwunden in Form von einer falschen Einheit, sondern überwunden, dass man sich überhaupt mit Respekt und auf Augenhöhe über bestimmte Differenzen und Werte austauscht und sich zumindest einig ist, wo der Gegner steht. Und der Gegner steht nicht im Volk. Der Gegner sind die kleinen Eliten, die diese Finanzmärkte vor allem in der Wall Street und in der City of London beherrschen. Dagegen muss die Einheit gebildet werden. Im Grunde sind wir in einer Situation in Europa wie im Mittelalter. Im Mittelalter herrschten die Blutsdynastien, der grenzüberschreitende Adel, etwa die Habsburger. Und heute herrschen die Gelddynastien, die grenzüberschreitende Finanzoligarchie, etwa derer von Goldman und Sachs. Und so wie in der damaligen Situation der Befreiungskampf begann, übrigens in der Schweiz. Die Schweizer waren die Ersten, die das kapiert haben, welche Gefahr von diesen Dynastien ausgeht und die gesagt haben zu den Habsburgern, wenn ihr unsere alten Rechte nicht respektiert, dann ohne euch, dann machen wir einen Zaun drum und die Eidgenossenschaft bildet ein einig Volk von Brüdern. Das ist die Nation, das war die Geburtsstunde der Freiheit. Deswegen ist meine Parole immer, Eidgenossen aller Länder, vereinigt euch. Und so wie es damals darauf ankam, gegen diese grenzüberschreitenden Blutsauger das Volk zusammenzuführen, so kommt es auch heute darauf an. Und wie damals ist es Blödsinn, nach links und rechts zu schauen. Weil wir haben, man könnte sagen, im 19. und 20. Jahrhundert über weite Strecken einen Unterschied von links, der sich als links und rechts deklarieren ließe, nämlich den Unterschied zwischen Arbeit und Kapital, wo der Kapitalist, wie es bei Marx heißt, sich mehr von dem produzierten Reichtum aneignet, viel mehr als der Arbeiter geleistet hat. Aber dieser Widerspruch ist mittlerweile obsolet, der ist vorbei. Eben wegen der Entwicklung der Finanzindustrie, wo jetzt nicht mehr Arbeiter gegen Kapitalisten oder Bauern gegen Großgrundbesitzer hauptsächlich rangeln, sondern wir haben die blutsaugenden Banken und Heuschrecken-Hedgefonds. Und gegenüber diesem 1% sind die 99% trotz ihrer Unterschiede, die fortbestehen, vereint und vereintes Opfer und sie müssen sich vereint wehren. Und genauso wenig, wie man im Mittelalter sagen konnte, die Helden des Volksaufstandes, etwa Wilhelm Tell oder Klaus Störtebeker oder Robin Hood oder Thomas Münzer. Damals konnte man auch nicht sagen, das sind Linke oder das sind Rechte, weil die Kategorie in der Gesellschaft, wo es 99% gegen 1% stehen, sind nicht links und rechts. Da kommt es darauf an, die 99% mutig zusammenzuführen, mit dem Mut zur Wahrheit. Und deswegen brauchen wir einen neuen Wilhelm Tell oder am besten viele. Und der Widerspruch links und rechts innerhalb der Gesellschaften hat sich ja während des Kalten Krieges oder nach der Gründung der Sowjetunion auch als Widerspruch abgebildet zwischen den kapitalistischen Staaten einerseits und den sozialistischen Staaten unter Führung der Sowjetunion andererseits. Aber das ist ja offensichtlich auch passé, denn die Sowjetunion und ihre Satelliten gibt es nicht mehr. Und was als sozialistischer Staat übrig ist,
von einiger Größenordnung, nämlich die Volksrepublik China, ist nur noch nominell sozialistisch, nur noch auf dem Papier sozialistisch. Im Grunde betreiben die auch eine kapitalistische, am Markt orientierte Wirtschaftspolitik. Aber das heißt nicht, dass die Welt jetzt ohne Widersprüche sei, sondern der Widerspruch Kapitalismus gegen Sozialismus ist abgelöst durch den Widerspruch zwischen Spekulantenstaaten und Produzentenstaaten. Wir haben die zwei angelsächsischen Mächte, die Vereinigten Staaten und Großbritannien, deren industrielle Leistung am Bruttoinlandsprodukt, also an der jährlichen Wirtschaftsleistung, auf unter 10% gefallen ist. Die Waren, die dort noch produziert werden, sind schlecht und auf dem Weltmarkt kaum verkäuflich. Denken Sie an die amerikanischen Autos, ein Grauen. Stattdessen, statt industrieller Leistung, finanzieren sich diese beiden Länder vor allem und einige ihrer Satelliten über Finanzspekulation, insbesondere über den Prozess, den ich vorhin geschildert habe, dass sie abhängige Länder zwingen, ihre wertlosen Papierschnipsel, auf denen Dollar oder Pfund aufgedruckt ist, zu nehmen. Das ist die eine Hälfte der Welt. Die andere Hälfte der Welt sind die Produzentenstaaten, also die Länder, wo die industrielle und landwirtschaftliche Leistung immer noch das Bruttoinlandsprodukt dominiert und mitzieht. Darunter fallen nicht nur die großen BRICS-Staaten, also die Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, sondern darunter fällt in Europa auch Deutschland, das immer noch 25% Industrieleistung hat und diesen Anteil in den letzten Jahren sogar gesteigert hat. Deswegen fürchten die angelsächsischen, die angloamerikanischen Mächte nichts Schlimmeres, als dass sie erleben müssen einen Zusammenschluss zwischen den BRICS-Staaten, also diesen Schwellenländern, und den kontinentalen Mächten, insbesondere Deutschland. Und die ganze Krise, die sich jetzt zum Krieg gesteigert hat und wo wir vor dem atomaren Abgrund stehen, ist nicht in erster Linie ein Kampf um die Ukraine, sondern ist ein Kampf zur Zerstörung Russlands und zur Verunmöglichung eines Bündnisses Paris-Berlin-Moskau. Das ist die Hauptstoßrichtung. Wenn wir uns die Genese des Ukraine-Konfliktes anschauen, etwa seit letzten Herbst, dann spielt in diesem Zusammenhang natürlich die Europäische Union eine verheerende Rolle. Aber die Europäische Union, das muss man sich klar machen, spielt von Anfang an nicht das Spiel der Europäer. Die Europäische Union ist das Gegenmodell zu einem souveränen Europa, und der Euro ist die Abrissbirne für Europa. Und im Grunde genommen, ist die EU nur eine Aggregatform der amerikanischen Macht auf unserem Kontinent. Und das zeigt sich in der Ukraine-Krise sehr gut durch dieses, das lässt sich in jeder Krise nachvollziehen, auch in der griechischen Krise, die ja der Auslöser der Euro-Krise war, was ja eine Krise war, die von der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs provoziert worden ist und von der EU nur flankiert wurde. Das wäre aber ein anderes Thema. Bleiben wir bei der Ukraine. Da haben wir am Anfang der Destabilisierung dieses vollkommen bescheuerte Angebot der Europäischen Union an dieses ehemalige sowjetische Republik eine Assoziierung einzugehen. Dieses Angebot war von Anfang an undurchdacht, um das Beste zu sagen. Denn die Ukraine hatte natürlich mehr Schulden schon 2012, schon 2008, als das Angebot lanciert wurde, als 10 Griechenländer zusammen.
Das war ja vollkommen klar, dass man dieses Land nicht stabilisieren kann über EU, schon gar nicht nachdem die Finanzkrise über Lehman Brothers ausgebrochen war. Wo sollte das Geld herkommen? Wir haben jetzt schon, ohne die Ukraine, haben wir deutsche Steuergelder im Risikofeuer für Griechenland und andere schwächelnde Staaten in Höhe von 750 Milliarden Euro. Also wo hätte das Geld denn von der Ukraine herkommen können noch? Von vornherein war klar, dieses schwarze Loch kann nur stabilisiert werden durch Kooperation mit Russland. Aber nein, man wollte das Land unbedingt von Russland wegziehen. Dann gab es im Winter diese Demonstrationen, die als interne Demonstrationen einer betrogenen Bevölkerung berechtigt waren. Denn natürlich war der Janukowitsch, der damalige Präsident, ein Gangster und Kleptokrat. Nur, was man den Leuten nicht dazu gesagt hat, dass diejenigen, die in der Opposition von der EU gefördert wurden, nicht besser sind. Was ist denn mit der Gasprinzessin Julia Timoschenko? Wo hat denn die ihr Geld her? Die hat sich im zerfallenden Prozess der Sowjetunion einfach einige Lizenzen ergaunert und ist dabei auch vor Gewalt nicht zurückgeschreckt. Auf legalem Wege, hat man einer scherzhaft gesagt, dass eine so reich wird, dazu hätte sie das iPhone erfinden müssen. Aber Timoschenko hat nicht das iPhone erfunden, sondern sie hat einfach sich den Weg freigeschossen. Also, es wurde eine falsche Alternative aufgebaut, die Kritik an Janukowitsch war berechtigt. Und den armen Leuten, die da auf dem Maidan standen im Winter bei Schnee und Kälte, hat man natürlich von europäischer Seite nie gesagt, von EU-Seite nie gesagt, dass sie niemals in die EU kommen werden. Sondern man hat sie im Glauben gelassen, wenn ihr den Assoziationsvertrag unterschreibt, dann habt ihr bald Verhältnisse wie in Österreich oder in Deutschland oder in Frankreich und dann seid ihr diesen Kleptokraten los und Milch und Honig fließen. Mit diesen Botschaften gingen Herr Westerwelle oder Frau Ashton, die EU-Außenbeauftragte, kurz vor Weihnachten auf den Maidan. Und diese EU-Politik war aber noch nicht das Schlimmste, denn im Hintergrund wurde das größere Rad von den USA gedreht. Und Sie erinnern sich alle an das berüchtigte Telefonat von Victoria Nuland, der Ukraine-Beauftragten von Obama, die im Februar gesagt hat, fuck EU, zu einem Mitarbeiter, weil man die von amerikanischer Seite aus die Europäer gern benutzt hat, um den Ukrainern die Karotte und das Würstchen vor die Nase zu halten. Aber natürlich hat man im Hintergrund die Demonstranten, die lange Zeit friedlich und tapfer waren, schon durch Extremisten durchsetzt und mit Geld aufgerüstet und scharf gemacht. Und da gibt es ja auch den Ausdruck des Bekenntnis von der Nuland, dass sie gesagt hat, wir, die Amerikaner, haben 5 Milliarden US-Dollar in diesen Wandel investiert. Zu dem Zeitpunkt, als schon Blut auf dem Maidan geflossen ist. Wenn man die Zuspitzung in den letzten Wochen anschaut, etwa seit Februar, dann steht an jedem neuralgischen Punkt immer provozierte geheimdienstliche Gewalt. Dieses Muster von inszeniertem Terror oder False Flag Operation wird vermutlich mein geschätzter Kollege Daniele Ganser im nächsten Referat noch weiter in die Geschichte zurückführen. Ich möchte nur mal bei den vergangenen Monaten in der Ukraine bleiben. Wie kam es aus dieser Unruhesituation mit den Demonstrationen im Winter schließlich zum Sturz, zum Putsch gegen Janukowitsch und zum Regime-Change in Kiew? Die entscheidenden Tage dafür sind der 20., 21. und 22. Februar. Am 22. Februar flieht Janukowitsch aus der Stadt. Obwohl am Tag vorher, am 21., ein Friedensabkommen ausgehandelt worden ist, zwischen Janukowitsch, dem damaligen Präsidenten, und der damaligen Opposition mit Timoschenko, Klitschko und Tjanibok.
Dieses vernünftige Abkommen von Steinmeier ausgehandelt sah vor, ein schrittweiser Übergang der Macht von Janukowitsch zu einer Allparteienregierung, die Entmachtung der Sonderpolizeien und vorgezogene Wahlen auf allen Ebenen im Verlauf des Jahres. Also völlig demokratisch und völlig klug. Aber dieser Kompromiss hält keine 24 Stunden, der hält keine 12 Stunden. Obwohl sich Steinmeier groß hat ablichten lassen mit Klitschko, wie sie den Vertrag unterzeichnen. Er hält nicht, weil die von den Amerikanern finanzierten Extremisten und Schläger noch in der gleichen Nacht von 21. auf 22. loslegen mit Schusswaffen und gegen die eigentlich durch das Abkommen gestärkte Regierung vorgehen, mit Waffengewalt. Sie aus der Hauptstadt jagen und dann im Parlament durchsetzen, dass ein neuer Präsident gewählt wird, eine neue Regierung gebildet wird. Übrigens unter Missachtung der eigenen Verfassung. Das heißt, der ganze Prozess war nicht verfassungsgemäß und damit hat die russische Seite recht, wenn sie von einem Putsch spricht. Und jetzt ist die spannende Frage, woher kommen die Leidenschaften, dass ein ausgehandelter Vertrag, für den immerhin der deutsche Außenminister stand, vom 21. Februar keine 12 Stunden hält? Warum haben die Leute in Kiew das mitgemacht, dass die Extremisten diesen Vertrag zerschossen haben? Sie haben es deswegen mitgemacht, weil am 20. Februar dieses schreckliche Massaker auf dem Maidan passiert, wo die Scharfschützen in Aktion treten und über 70 Leute erschossen werden. Und man hat in der westlichen Propaganda und natürlich auch von der extremistischen Opposition in der Ukraine sofort mit dem Finger auf die Sondereinheiten von Janukowitsch, die sogenannten Berikut, gezeigt. Die hätten das gemacht. Und so entstand eine emotionale Stimmung, die es den Putschisten leicht gemacht hat. Aber im Nachhinein stellt sich heraus, dass diese Version gar nicht stimmt. Das heißt, die Sniper am 20. Februar auf dem Maidan, die waren gar nicht von Berikut, sondern wir haben ja hinterher die Aussage in einem Telefongespräch von der EU-Außenbeauftragten Ashton mit dem estnischen Außenminister Päts, ungefähr 10 Tage nach den Ereignissen, wo gesagt wird, wir haben die Information, dass diese Sniper von der damaligen Opposition, also der heutigen Regierung, gekommen sind. Inszenierter Terrorismus an einer neuralgischen Stelle, um die Leidenschaften zu entfachen und um den Geschehnissen einen neuen Lauf zu geben. Wenn wir weitergehen in der Chronologie, kommt dann nach dem Putsch in Kiew am 22. Februar der Übergang der Krim, die Rückkehr der Krim zu Russland Mitte März, und ab ungefähr Mitte April beginnen die Kämpfe in der Ostukraine. Und in der Situation kommt es wieder zu einem Fall, wo inszenierter Terrorismus oder False Flag Operation eine gewisse Rolle spielen, nämlich am 2. Mai in Odessa. 2. Mai in Odessa. Das schlimmste Massaker einer slawischen Bevölkerung seit den Nazi-Massakern des Zweiten Weltkriegs. Nach offiziellen Angaben 46, nach inoffiziellen Angaben über 100 Menschen sterben in einem Gewerkschaftshaus in Odessa, und bei den Opfern handelt es sich allesamt um pro-russische Aktivisten, die mehr Autonomie oder vielleicht sogar die Abspaltung der Ostukraine und damit auch von Odessa gewünscht haben. Es ist eines der schlimmsten Kapitel in der deutschen und vielleicht europäischen Mediengeschichte, die ich kenne, wie dieses Massaker durch Nichtbeachtung verleugnet und damit die Toten ein zweites Mal geschändet wurden. Man muss sich nur einen Augenblick vorstellen, was die Zeitungen geschrieben hätten, wenn diese 46 oder vielleicht auch 146 Toten Israelis gewesen wären.
Juden gewesen wären, Amerikaner gewesen wären. Was wäre da los gewesen? Welche Sanktionsdrohungen? Militärdrohungen vielleicht sogar. Die NATO-Jagdflugzeuge wären gegen die Hintermänner in Kiew aufgeflogen. Aber in dem Fall waren das doch nur russische Untermenschen. Das ist die Nazi-Ideologie, die sich hier auf NATO-Ebene reproduziert. Und das ist der Skandal. Sie müssen sich überlegen, Steinmeier, der ja auch nicht protestiert hat, 14 Tage später reist er nach Odessa und will wenigstens einen Kranz noch niederlegen für die Toten. Und der Gouverneur von Odessa, auch einer dieser Putschistenbrut, hat dem Steinmeier die Niederlegung des Kranzes verboten. Und der deutsche Außenminister, der diese Umtriebe ja mit unserem deutschen Steuergeld mitfinanziert hat, der lässt sich behandeln wie ein Schulbub und lässt sich diese Kranzniederlegung von diesen Putschisten verbieten. Muss man sich vorstellen. Und spricht auch nicht darüber. Das heißt, der Steinmeier produziert immer heiße Luft, macht immer Friedensvorträge und Verträge, lässt die unterzeichnen, aber die sind das Papier nicht wert, auf den sie gedruckt sind. Steinmeier ist im Grunde die Friedenspfeife von Obama und hinter seiner Musik geht die amerikanische Kriegstreiberei weiter. Und jetzt, was passiert nach dem 2. Mai? Jeder hat gedacht, also ich wollte noch ausführen, warum das eine False-Flag-Operation ist. Der Terror gegen das Gewerkschaftshaus mit den vielen Toten, die dann verbrannt worden sind, einige sagen auch vorher vergewaltigt oder anders wie geschändet. Der Terror gegen das Gewerkschaftshaus geht eindeutig auf das Konto der ukrainischen Rechtsradikalen. Aber die Gewalttätigkeiten an diesem 2. Mai begannen eigentlich anders. Und zwar gab es da zwei Demonstrationen, eine ukrainisch-nationale oder nationalistische mit Hooligans, und eine von den Autonomisten oder Separatisten, also pro-russisch. Und als diese beiden Demonstrationen aufeinandertreffen, fallen die ersten Schüsse vom separatistischen Demonstrationszug. Was dann immer als Rechtfertigung genommen wird, ja, okay, wir wurden provoziert und dadurch kam das ins Rollen. Aber wenn man sich die Ereignisse genau anschaut, dann waren da im Demonstrationszug der Separatisten oder Autonomisten, die Schüsse kamen von Leuten, die hatten alle rote Armbinden. Und nachdem die geschossen hatten und zwei, drei von der anderen Seite umgebracht hatten, wurden die von Polizisten gedeckt, also ihr Rückzug wurde gedeckt, die ebenfalls diese roten Armbinden hatten. Das heißt, meines Erachtens gibt es hier auch klare Hinweise, dass hier an einer neuralgischen Stelle was provoziert wurde, um es der Gegenseite in die Schuhe zu schieben. Immerhin ist dann die Polizeiführung von Odessa zweimal abgelöst worden. Also man hatte erst die Verantwortlichen des 2. Mai abgelöst und die nächsten haben wir auch nochmal abgelöst von Kiew aus, wahrscheinlich um die Spuren dieser Inszenierung zu verwischen. Warum diese Inszenierung am 2. Mai? Also die Inszenierung vom 20. Februar, Sniper auf dem Maidan, ist klar. Der Zweck war, die Leidenschaften so anzuheizen, dass der Putsch leichter wird. Aber warum die Inszenierung am 2. Mai? Meines Erachtens wollte und will man seitens der USA Russland über solche Provokationen in den Krieg hineinreißen. Das ist ein kleiner Unterschied zur Politik Deutschlands. Also Deutschland, Frankreich, Italien, die wollen die Ukraine gerne als Vorhof, als Rohstofflager für die EU, Schiefergas und so weiter. Aber die Amerikaner haben weitergehende, aggressivere Pläne. Sie wollen die Ukraine, in was wollen sie die einbeziehen? Die Amerikaner haben keine Wirtschaft. Das ist ja alles nichts mehr.
aber sie brauchen die Ukraine als Aufmarschgebiet gegenüber Russland. Und die amerikanische Politik läuft darauf raus, die ganze Ostukraine in Flammen zu setzen, um Russland da reinzuziehen. Aber wie klug verhält sich Putin? Nach dem 2. Mai, jeder hat gedacht, jetzt geht er rein und schützt dann seine Leute nach diesem Massaker. Aber Putin macht das Gegenteil. Er sagt zu seinen Anhängern in der Ostukraine, bitte macht euch nicht selbstständig. Es ist ein Referendum angesetzt, ähnlich wie auf der Krim, im Gebiet Donetsk und Luhansk, für den 11. Mai, 9 Tage später. Putin sagt zu den Leuten, verschiebt dieses Referendum, bitte, damit eine Einigung mit Kiew möglich wird und wir das Land zusammenhalten können. 2 Wochen später, also das Referendum wird abgehalten am 11. Mai, gibt riesige Mehrheiten für die Abspaltung. Also die Leute halten sich nicht an das, was ihnen Putin sagt. Muss man auch im Kopf haben. Ja? Die Leute denken selber. Das spricht ja erstmal für sie. 2 Wochen später, 25. Mai, ist die Wahl in der Gesamtukraine, die natürlich in der Ostukraine boykottiert wird, wo dieser Poroschenko, dieser Schokoladenkönig, gewählt wird. Und Putin hat von Anfang an gesagt, diese Wahl ist illegal, weil sie ja nur auf einem Teil des ukrainischen Gebietes stattfindet und die Kandidaten des Ostens benachteiligt, bedrängt, geschlagen, zum Teil auch verboten werden. Trotzdem signalisiert dann Putin nach der Wahl, dass er mit Poroschenko ein Auskommen finden will und mit ihm in Verhandlungen treten will. Das heißt, auch da wieder das Nachgeben von Putin, weil er natürlich riecht, was die Amerikaner vorhaben. Die Amerikaner wollen ihn unbedingt da reinziehen, aber Putin weiß, dass es eine desaströse Entwicklung wäre und hält sich raus. Aber es nützt ihm am Schluss nichts, weil dieser Poroschenko mit NATO-Unterstützung, mit EU-Unterstützung, mit amerikanischen 400 amerikanischen Spezialkräften, 400 amerikanische Spezialkräfte der früheren Firma Blackwater sind in der Ostukraine im Einsatz. Das sagt nicht kompakt, das sagt seltsamerweise in einem Anflug von Kontrollverlust vielleicht. Die Bild am Sonntag, am 11. Mai, mit Bezug auf die Quelle Bundesnachrichtendienst. Also das ist erwiesen, die Amerikaner haben Spezialkräfte in der Ostukraine. Und nach den Wahlen am 25. Mai beginnt der Poroschenko, anstatt dass er mit Putin anfängt zu verhandeln über einen Modus Vivendi, über runde Tische, das ganze Land recht und schlecht wieder zusammenzufügen, beginnt er mit der Offensive. Es gibt eine Militäroffensive gegen alle befreiten Städte in der Ostukraine. Mit dem vorläufigen Schwerpunkt Slawiansk, was ja Anfang Juli von den Regierungstruppen zurückerobert worden ist und wo sich der Verteidigungsminister hinstellt, an sogenannte Verteidigungsminister. Der stellt sich hin Anfang Juli und sagt, in den Vortagen haben wir im Gebiet Slawiansk, Ostukraine, 1000 Separatisten getötet. Das heißt, wir haben im Augenblick einen Blutzoll in Gaza von 700, was ja schon grausig genug ist. Aber dort in der Ostukraine sind vermutlich mehr Leute durch die Poroschenko-Offensive umgekommen, als das, was Netanyahu in Gaza macht, aber wir kriegen weniger davon mit. Wir haben keine Bilder aus der Ostukraine. Wir haben immerhin noch Bilder aus Gaza, aber aus der Ostukraine haben wir gar keine Bilder mehr. Also diese Scheußlichkeit wird noch stärker von uns abgeschirmt, weil man natürlich weiß, seitens der Kriegstreiber, die deutsche Bevölkerung in ihrer Mehrheit, die Schweizer sowieso, die sind gar nicht so blöd. Weil bisher haben sich nämlich die Meinungsmacher an den Meinungsumfragen blamiert. Im Gegensatz zur Hetze, die seit März gegen Russland, gegen Putin getrieben wird, sind die Deutschen in ihrer großen Mehrheit nicht nur gegen den Krieg, sondern auch gegen Sanktionen. Und deswegen verbirgt man die schmutzige Vernichtung der ostukrainischen Bevölkerung durch einen von der NATO gestützten Machthaber in Kiew vor den neugierigen Augen unserer Fernsehzuschauer. Man muss sich überlegen, dieser Mann bombardiert sein eigenes Volk.
als der Alte noch an der Macht war, Janukowitsch, und die Demonstranten von den USA aufgeheizt und von ihrem faschistischen Nazi-Wahn durchdrängt, begonnen haben, auf die Polizisten loszugehen. In dem einen Film von Klagemauer sieht man das ja sehr gut, über Wochen hinweg. Und dann Janukowitsch damals irgendwann überlegt hat, vielleicht sollten wir mal die Sonderpolizei einsetzen oder auch das Militär. Hat der Westen, die NATO, die EU immer Janukowitsch gewarnt, keine Truppen gegen das eigene Volk einzusetzen. Das sei der Casus Belli, die rote Linie, die dürfe er nicht überschreiten. Das macht jetzt Poroschenko spätestens seit 25. Mai und Steinmeier und die ganzen anderen Friedenspfeifen schauen weg und zeigen mit allen Fingern auf Putin. Aber es regt sich trotzdem in Europa ein gewisser Widerstand gegen das aggressive amerikanische Vorgehen. Weil natürlich die europäische, in Sonderheit die deutsche Wirtschaft, viel stärker mit Russland verflochten ist als die amerikanische Wirtschaft. Insbesondere an der Frage der Sanktionen. Also die Sanktionen, die bisher in Kraft waren, betrafen ja vor allem Personen. Aber Wirtschaftssanktionen gegen Öl und Gas, gegen Gazprom, gibt es ja Gott sei Dank bisher nicht. Das hängt damit zusammen, dass hintenrum Merkel bremst. Hinzu kommt die deutsch-amerikanische Entfremdung im Zuge der Spionageaffäre. Man muss ja mal Klartext reden. Deutschland ist immer noch ein besetztes Land und die USA sind die Besatzungsmacht. Und die bringen das jetzt fertig, uns das nicht nur ständig spüren zu lassen, sondern ständig auch noch Hohn und Spott auf die Schande zu träufeln, indem man nicht nur uns alle abhört, sondern auch noch die treueste amerikanische Vasallin, nämlich die Kanzlerin selbst. Und indem man sogar, wie jetzt rausgekommen ist, Agenten für den CIA und die NSA in deutschen Ministerien anwirbt. Das machen die ohne mit der Wimper zu zucken und entschuldigt wird sowieso nichts. Also gab es aufgrund dieser Meinungsverschiedenheiten in Sachen Spionage und in Sachen Sanktionen, gab es dann im Juni eine gewisse Verstimmung zwischen Washington und Berlin. Auch mit Paris läuft nicht alles rund, was die Amerikaner angeht, weil die Pariser, die Franzosen bauen ja dieses eine Flugzeugträgerschiff für Putin. Das wollen die Amerikaner auch nicht haben. Also es knirscht. Es geht nicht weiter mit der Kriegsplanung. Poroschenko wütet zwar rum, aber Putin bleibt cool. Was fehlt in dieser Situation? Ein inszenierter Terroranschlag. Eine False Flag Operation. Damit haben aufgeweckte Zeitgenossen wie Sie hier doch eigentlich seit Wochen und Monaten gerechnet. Wir wussten nur nicht, wie es kommt. Aber dass es kommen musste, um diese Meinungsverschiedenheiten aufzubrechen und die Europäer wieder ins amerikanische Kriegsboot zu zwingen, das war klar. Also haben wir den Flugzeugabschuss am 17. Juli. Seither spielen die Medien in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, völlig verrückt. Also es ist wirklich eine Kriegsstimmung, eine Aggressionsstimmung, die jede Wahrnehmung von Fakten ausblendet. Es wird dann behauptet, es seien Putins Raketen oder Putins Terroristen gewesen, die das Flugzeug runtergeholt hätten. Also die Springerpresse, die Bildzeitung, will die Schuld nicht nur den Separatisten geben, sondern gleich Putin. Und dann wird ein Riesenrad gedreht, boykottieren wir die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Aber das ist ja nur die Begleitmusik zu dem, was militärisch geplant ist. Also, dieser Abschuss. Es ist
so unglaublich, dass die Amerikaner das wieder versuchen. Wie beim Irakkrieg zeigen die keine einzige Satellitenaufnahme, die als Smoking Gun gelten kann, sondern versuchen, ohne jeden Beweis durchzukommen. Es ist unglaublich. Und man muss sich erinnern, dass es auch andere Zeiten gab. Gehen Sie zurück zur Kuba-Krise 1962. Da haben die Amerikaner, der amerikanische Außenminister unter Kennedy, John F. Kennedy, hat im UN-Sicherheitsrat die Satellitenbilder gezeigt. Da sieht man haarscharf sowjetische Mittelstreckenraketen auf Kuba. Das waren noch Zeiten, wo noch fair gespielt worden ist. Was dann die Amerikaner daraus gemacht haben und dass die Kriegsfraktion da gleich die Atomraketen losschicken wollte nach Moskau, ist eine andere Sache. Aber der Beweis damals war sauber. So, und jetzt sind wir 62 Jahre später mit viel besserer Satelliten- und Fototechnik. Und die bringen uns kein einziges Foto, was die ukrainischen Separatisten beim Abschuss oder auch nur bei der Stationierung dieser Raketen zeigen, die den malaysischen Jumbo runtergeholt haben sollen. Das Einzige, was die Amerikaner bringen, sind Filmsequenzen aus YouTube. Man fasst es nicht. Und unsere Presse nimmt es als Beweis. Da sieht man dann Abschussbatterien von diesen Bug-Bodenluftsystemen. Da fehlt eins drauf. Wo ist es aufgenommen? Die russische Seite sagt, es ist in dem Bereich aufgenommen, den die ukrainischen Regierungstruppen kontrollieren. Das andere YouTube-Filmchen ist in Russland aufgenommen. Wo ist der Beweis? Also auf der Filmebene ganz schwach. Dann bringen sie noch Audiomitschnitte. Zum Beispiel vor 2 Tagen in Corriere della Sera, gestern in der FAZ aufgegriffen. Ja, Telefonkommunikation zwischen irgendwelchen Feldhäuptlingen der Separatisten. Man muss dazu sagen, natürlich Audioaufnahmen sind sowieso leichter zu fälschen als Videoaufnahmen. Ja, also bei Audioaufnahmen bin ich immer vorsichtig, Telefonmitschnitte. Aber wie dem auch sei, in diesen Telefonmitschnitten freuen sich also diese 2 Typen, dass da eine Militärmaschine abgeschossen worden ist und fordern dazu auf, dorthin zu gehen und den Piloten zu bergen. Selbst wenn das Gespräch stimmt, dann ist es ja kein Beweis dafür, dass diese Leute eine Passagiermaschine abschießen wollten. Sondern allenfalls, dass sie glaubten, eine Militärmaschine abgeschossen zu haben, wie übrigens in den Tagen davor und danach. Also selbst dann ist es noch nicht die Smoking Gun, die diese Leute als Völkermörder überführt. Aber der springende Punkt ist, dass es zu diesen Audioaufnahmen nichts Videoverwertbares gibt, weil die Amerikaner keine Satellitenaufnahmen haben. Wer Satellitenaufnahmen hat und diese Woche gezeigt hat, ist das russische Verteidigungsministerium. Also was die Fotobeweislage angeht, ist Moskau ganz klar im Vorteil. Ganz klar im Vorteil. Was sieht man auf den Moskauer Videos und Satellitenaufnahmen? 2 sehr interessante Punkte. Zum einen sieht man, dass die malaysische Passagiermaschine seltsamerweise auf der Höhe von Donetsk in der Ostukraine plötzlich 14 Kilometer vom Kurs abweicht und tief in das Gebiet der Rebellen hineinfliegt, das in der normalen Flugroute umflogen gewesen wäre. Und man sieht, das kann aber mit Wetter zusammenhängen, das müssen wir nochmal untersuchen. Es ist nur interessant erstmal. Aber viel wichtiger ist, 2 oder 3 ukrainische Abfangjäger sind bei diesem Passagierjet. Abfangjäger, von denen die ukrainische Seite noch nie gesprochen hat.
bis kurz vor dem Abschuss sind die Abfangjäger davor. Was haben die gemacht? Haben die es vielleicht abgeschossen? Müsste man zumindest mal untersuchen. Die Satellitenbilder zeigen was anderes Interessantes. Und zwar, dass nicht nur die Rebellen, also die Separatisten, diese Bugabwehrsysteme hatten, diese Boden-Luft-Raketen, sondern auch die Regierungstruppen. Was ja klar ist, denn diese Systeme sind sowjetische Produktion und die gab es eben auch in allen postsowjetischen Staaten. Und diese ukrainischen Regierungstruppen, sieht man auf den russischen Satellitenaufnahmen, dass die diese Bugstellungen ganz nahe an der Abschussposition hatten. Und das ist sehr, sehr, sehr seltsam. Denn was machen ukrainische Boden-Luft-Abwehrbatterien in einer Region im Kampf gegen einen Gegner, der keine Flugzeuge hat? Es ist sehr, sehr, sehr verdächtig. Also man kann nicht die letzte Wahrheit im Augenblick sagen. Da sind noch mehr Untersuchungen erforderlich, auf die ja keiner wartet. Man hat ja nicht mal gewartet, bis die Leichen kalt sind. Schon waren die Schuldzuweisungen da. Aber man kann sagen, nach der Indizienlage weist mehr auf die Schuld der ukrainischen Regierungstruppen hin, als auf die Schuld der Rebellen und Separatisten. Viel mehr, würde ich sagen. Und wir müssen uns ja auch erinnern, was haben denn diese Verbrecher schon sich geleistet beim Abschuss von Passagiermaschinen. Ich erinnere an das Jahr 1980, italienische Passagiermaschine, 80 Tote abgeschossen über der Mittelmeerinsel Ustica. Jahrelang hat man behauptet, es war Gaddafi. Aber heute ist gerichtsnotorisch und aktenkundig, was bis dato, bis vor kurzem noch als Verschwörungstheorie galt. Es ist erwiesen und aktenkundig, dass die NATO diese Maschine selbst abgeschossen hat, um Stimmung gegen Gaddafi zu machen. Oder nehmen wir Persischer Golf, 1988, während des iranisch-irakischen Krieges. Die Amerikaner unterstützen Saddam Hussein, das war ja ursprünglich ihr Bursche, gegen den Iran. Und im Laufe der Kampfhandlungen schießt ein amerikanischer Zerstörer, die USS Vincent, eine iranische Passagiermaschine ab. 290 Tote. Es gab nie eine amerikanische Entschuldigung, geschweige denn Entschädigung. Es sind ja nur schiitische Untermenschen. Oder nehmen wir eine russische Maschine. Das ist eine Sache, die ich selber erst jetzt nachlesen musste, die bei uns gar nicht in den Medien ist. Eine russische Maschine, ebenfalls 80 Passagiere, wurde im Oktober 2001 über dem Schwarzen Meer abgeschossen, irrtümlich, wie es heißt, von einer ukrainischen Rakete im Rahmen eines ukrainischen Seemanövers. Hat man auch nie was darüber erfahren. Und natürlich steht ganz im Hintergrund unsere Erkenntnis über 9-11. 9-11, die Mutter aller Lügen. Das war ein Inside-Job, dirigiert von den amerikanischen Geheimdiensten, um einen Vorwand zu haben für die Bush-Regierung, die halbe Welt mit Krieg, mit Ölkrieg zu überziehen. Das wissen wir heute. Und wer so etwas gemacht hat, dem oder dessen Helfershelfern in Kiew, muss man zumindest auch zutrauen, dass sie eine malaysische Maschine über der Ostukraine abschießen. So viel Wahrheit muss sein. Wir haben seitens von Kompakt gerade ein Buch rausgebracht, Wladimir Putin, Reden an die Deutschen. Da sind die wichtigsten Reden von Putin drin, mit Deutschlandbezug,
Beginnend mit seiner Rede, die er im Bundestag gehalten hat im Jahre 2001 und dann die ganzen letzten wichtigen Reden im Zusammenhang mit Ukraine, Krim und so weiter. Ja. Und ich möchte da einen kleinen Auszug draus vorlesen. Wir haben das veröffentlicht ohne jeden Kommentar. Das sind nur Putin-Originaltexte, damit die Leute sich endlich mal ein Bild machen können selber von dem meistdämonisierten Mann der aktuellen Weltordnung. Ich muss dazu sagen, ich halte Putin nicht für den lupenreinen Demokraten, für den ihn Gerhard Schröder mal ausgerufen hat. Aber immerhin, was für ihn spricht, er ist ein Staatsmann. Er verteidigt die Souveränität seines Staates. Er hat Sicherheit, Rechtssicherheit für die Bürger wiederhergestellt, die in Zeiten von Jelzin, diesem besoffenen amerikanischen Gangster, bei jedem Gang zum Wahllokal um ihr Leben fürchten mussten. Diese Sicherheit hat er ihnen wieder gegeben. Und genau deswegen wird er doch von minderen Kreaturen, die tief im Enddarm der amerikanischen Macht stecken, verabscheut, weil er das Gegenbild ist zu dieser Kriecherei, die uns in Europa die Luft verpestet. Und es gibt im Rahmen dieser Reden zumindest eine, die den Aspekt verdeutlicht, den Ivo Sasek vorhin angesprochen hat, nämlich, dass wir diese Rundum-Auseinandersetzung haben. Das heißt, wir haben nicht mehr punktuelle Kriege, die jetzt sowieso langsam zu einer Art Weltkriegsfront zusammenfließen, sondern wir haben auch die anderen Fronten, etwa an die Finanzkrise oder auch Gender Mainstream, die ganze Familienpolitik, also dieses gigantische Menschenexperiment, was bestimmte Kreise mit unseren Kindern vollziehen wollen. Das hängt alles zusammen und ich glaube, Putin ist auch deswegen eine Hassfigur, weil er eben nicht nur in diesem politisch-militärischen Bereich, sondern eben auch im Bereich der Werte, namentlich der christlichen Werte, Flagge zeigt, wie sonst kein Staatsmann in der weißen Welt, sage ich mal. Und das ist der interessante Prozess, der zu der ökonomischen und militärischen Konfrontation hinzukommt, dass ein Europa, das sich auf amerikanischen Druck entchristianisiert, mittlerweile einem Russland gegenübersteht, das sich rechristianisiert und das darauf auch stolz ist und das daraus auch Stärke zieht. Und dazu der Auszug original von Wladimir Putin aus seiner Rede vom Oktober 2013. Wir sehen, dass viele euroatlantische Staaten den Weg einschlagen, ihre eigenen Wurzeln zu verneinen bzw. abzulehnen, einschließlich der christlichen Wurzeln, die die Grundlage der westlichen Zivilisation bilden. In diesen Staaten werden moralische Grundlagen und jede traditionelle Identität negiert. Nationale, religiöse, kulturelle oder sogar geschlechtliche Identitäten werden verneint. Dort wird eine Politik durchgesetzt, die eine kinderreiche Familie mit einer homosexuellen Partnerschaft gleichsetzt, den Glauben an Gott mit dem Glauben an Satan. Die Exzesse der politischen Korrektheit in diesen Ländern führen dazu, dass sogar ganz ernsthaft die Zulassung von Parteien diskutiert wird, die sich für Pädophilie einsetzen. Die Menschen in vielen europäischen Staaten schämen sich und haben regelrecht Angst,
offen über ihre religiöse Zugehörigkeit zu sprechen. Christliche Feiertage und Feste werden abgeschafft oder sogar umbenannt. Damit versteckt oder verheimlicht man den tiefen moralischen Wert dieser Feste. Und dieses Modell versuchen diese Leute aggressiv weltweit zu exportieren. Ich bin überzeugt, dass das der direkte Weg zur Degradierung und Primitivisierung der Kultur ist. Soweit Wladimir Putin im Originalton. Es ist wichtig, dass wir in dieser Situation nicht verzweifeln und nicht mit Arroganz auf unsere Mitmenschen herabschauen, die noch zögern oder die ängstlich sind, die noch keinen Mut zur Wahrheit gefasst haben. Wir müssen auf diese Leute alle zugehen. Und ich glaube, Sie alle bekommen heute auf dieser Konferenz genügend Input, um mit dem Nachbarn, mit dem Kollegen, mit der Freundin, egal welcher Konfession und Herkunft oder Haarfarbe oder Hautfarbe, die wichtigen Fragen zu besprechen. Ganz im Geiste unseres großen nationalen Dichters Bertolt Brecht, der in der Situation einer ähnlichen dramatischen Entscheidung, nämlich während des Koreakrieges, Folgendes geschrieben hat: Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt werde. Lasst uns die Warnungen erneuern, auch wenn sie schon wie Asche in unserem Munde liegen. Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die Vergangenen nur armselige Versuche sind. Und sie werden kommen, ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. Ich danke Ihnen. Jürgen Elsässer. Ganz, ganz lieben Dank. Lebenswichtige Worte. Ich empfinde schon am Anfang, als Sie gesprochen haben, ich wurde erinnert an dieses Bild des Massenschlupfes. Es gibt so Tierlein, die kommen nur alle 17 Jahre in derselben Nacht hoch, nachdem man sie 17 Jahre nicht gesehen hat, kommen die zu zig Millionen gleichzeitig aus dem Boden, die Bäume hochzuklettern, sich voll zu fressen und sich dann zu entfalten, und die Flügel werden geflügelte Wesen, nachdem sie 17 Jahre im Erdreich verborgen gelebt haben. Dieses Ereignis weltweit findet jetzt statt. Wir haben uns nie vorher gesehen, nie vorher gesprochen. Ich spüre einfach vor allem diese Auflösung, dieses Teile und Herrsche, dieses Aufgeben von diesen Positionen. Ich spüre, die Zeit von Teilen und Herrschen ist definitiv vorbei. Er hat sie heute aufgelöst, wir lösen sie auf, sie wird überall auf der Welt aufgelöst. Hier sehe ich die allergrößte Chance, und das zusammen mit eben Enthüllen von verborgenen Reden, verheimlichten Reden, auch das jetzt mit Putin wieder, das ist der Weg, das ist der Weg. Wenn die Menschen das selber hören, sie können den Lügen nicht mehr glauben, sie wollen ihnen nicht mehr glauben. Vielleicht müssen sie mehrere Reden hören,
das mag sein, aber das war ja genau das Statement am Schluss. Immer wieder sagen, bis es durch ist. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses gewaltige Wort. Ich sage, eine erste Koryphäe in der Aufklärung. Herzlichen Dank nochmal.